Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit der Drehfeldmessung mit Hilfe eines Duspols. Außerdem unterscheide ich das Drehfeld von der sogenannten Phasenfolge. Dieses Video wendet sich an Elektrofachkräfte und Auszubildende und soll keine Anleitung für Laien sein. Vergessen Sie nicht, dass am Ende immer derjenige verantwortlich ist, der die Installation durchführt bzw. in Betrieb nimmt. Das Video ist in insgesamt 5 Teile gegliedert. Zunächst werde ich im Teil 1 auf das Drehfeld, die Phasenfolge und weitere wichtige Grundüberlegungen eingehen. Außerdem werde ich kurz auf die Beschriftung des Duspols eingehen. Im Teil 2 werde ich dann zeigen, wie mit Hilfe des Duspols die Phasenfolge an einer RCD gemessen werden kann. Im Teil 3 schließlich werde ich die Drehfeldmessung an einer CEE-Steckdose beschreiben. Im Teil 4 werde ich dann die in der Bedienungsanleitung des Duspols geschilderten Spielregeln für diese Messung darstellen. Und schließlich gehe ich im Teil 5 darauf ein, warum eine zweipolige Messung überhaupt möglich ist, wenn ich doch ein Drehfeld oder eine Phasenfolge messen möchte, die ja schließlich mit insgesamt 3 Außenleitern daherkommt. Zunächst zum Teil 1 einer kleinen Einleitung. Elektrische Anlagen sollen ja grundsätzlich so installiert sein, dass sich ein Rechtsdrehfeld bzw. eine zugehörige Phasenfolge ergibt, wenn nichts anderes ausdrücklich erforderlich ist. Das gilt insbesondere für die CEE-Steckdosen, damit ein und dieselbe Maschine an verschiedenen Steckdosen immer in die gleiche Richtung läuft. Vor der Inbetriebnahme kritischer Anwendung muss unbedingt ganz genau geprüft werden, ob denn die in Betrieb zu nehmende Maschine wirklich in die richtige Richtung läuft. Es können sonst sehr hohe Sachschäden oder auch Personenschäden entstehen. Wie ich gleich noch näher erläutern werde, kann durch Vertauschen zweier beliebiger Außenleiter das Drehfeld von rechts nach links getauscht werden bzw. die Phasenfolge entsprechend verändert werden. Das gilt somit auch für die Drehrichtung eines Drehstrommotors. Auch da ist durch das Vertauschen zweier beliebiger Außenleiter eine Drehrichtungsumkehr möglich. Zunächst nun zum sogenannten Drehfeld. Wir sehen in diesem Bild 3 Spulen, die 120 Grad zueinander versetzt angeordnet sind. Diese 3 Spulen sind an die 3 Außenleiter L1, L2 und L3 angeschlossen und an jeder Spule liegt somit eine Spannung von 400 Volt. Durch die räumliche Anordnung dieser 3 Spulen und die Phasenverschiebung zwischen diesen 3 Spannungen von je 400 Volt entsteht nun zwischen den Spulen ein magnetisches Drehfeld, das einen Nord- und einen Südpol aufweist und sich mit einer Frequenz von 50 Hertz bzw. 3000 Umdrehungen pro Minute dreht. Je nachdem, wie nun diese 3 Außenleiter L1, L2 und L3 an die Spulen angeschlossen werden, entsteht somit ein Rechtsdrehfeld oder auch ein Linksdrehfeld. Das bedeutet, dass ein Stabmagnet, der hier eingebracht wird, entsprechend dem Drehfeld rechts herum rotiert. Oder aber, wenn die Außenleiter anders angeschlossen sind, links herum rotiert. Hier sind gegenüber dem zuvor gezeigten Bild die beiden Außenleiter L2 und L3 zueinander vertauscht. Und dadurch ergibt sich zwischen den Spulen ein Drehfeld, das links herum läuft und somit folgt natürlich dieser Magnet diesem Drehfeld und dreht in die andere Richtung. In Drehstrom-Asynchronmotoren gibt es nun keine Stabmagneten, sondern das Ganze wird dort durch sogenannte Käfigläufer realisiert, die aber ein magnetisches Feld ausbilden, das in etwa dem eines Stabmagneten entspricht. Und das, obwohl die Käfigläufer tatsächlich selber nicht aus magnetischem Material, sondern meistens sogar aus Aluminium bestehen. Darauf gehe ich allerdings hier nicht näher ein, warum die dann ein entsprechendes Feld ausbilden. Weil nun durch das Vertauschen von zwei Außenleitern die Drehrichtung gewechselt wird, ist es gerade so wichtig, dass CEE-Steckdosen immer in gleicher Art und Weise angeschlossen werden, damit die Maschinen, die dort möglicherweise an verschiedenen Steckdosen immer mal wieder betrieben werden, immer in die gleiche Richtung laufen. Und dafür hat man vorgeschrieben, dass eben das sogenannte Rechtsdrehfeld bzw. die Phasenfolge rechts installiert werden muss.
Hier ist nun nicht mehr unbedingt von Drehfeldern die Rede, sondern von sogenannten Phasenfolgen. Das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel dann, wenn Sie die entsprechende rechte Phasenfolge an einer RCD realisieren wollen, hier natürlich gar kein Drehfeld ausgeprägt wird. Daher ist streng genommen dieser Begriff dort auch falsch und daher spricht man dann häufig von Phasenfolgen. Wir sehen in diesem Bild die drei Varianten, die einer rechten Phasenfolge entsprechen. L1, L2, L3 ist eine rechte Phasenfolge, genauso wie von der Mitte beginnend gelesen L1, L2, L3. Und auch ganz von rechts angefangen zu lesen L1, L2, L3. Sie sehen, dass die Leserichtung hierbei immer von links nach rechts verläuft, so wie man es gewohnt ist. Die Phasenfolgen, die einem Linksdrehfeld entsprechen, sind die, bei denen gegenüber den Rechtsphasenfolgen jeweils zwei Außenleiter vertauscht sind. Dabei rauskommt, dass sich in der Leserichtung von rechts nach links wiederum die Reihenfolge L1, L2, L3 habe. L1, L2, L3. L1, L2, L3. Aber die Leserichtung ist natürlich vertauscht worden gegenüber den Rechtsdrehfeldern. Und das bedeutet, dass in diesen Varianten jeweils zwei Außenleiter zueinander vertauscht worden sind. Bevor ich nun die Messung darstelle, muss ich auf die Beschriftung des Duspols eingehen. Im linken Teil des Bildes kann man gut erkennen, dass der schmalere Handgriff mit L1 und der andere mit L2 beschriftet ist. Auf dem Foto rechts sieht man, dass diese Beschriftung in Rot auf Rot erfolgt ist und damit schwer lesbar ist. Das könnte man sicherlich besser ausführen, denn es ist tatsächlich auf den ersten Blick nicht so gut erkennbar. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man diese Zuordnung beim Messen beachtet. Nun zur Messung der Phasenfolge an einer RCD. Im linken Bild ist eine linke Phasenfolge abgebildet und im rechten Bild eine rechte Phasenfolge. Das heißt, dass ich davon ausgehe, dass die Zuleitung hier oben so auf die Klemmen gebracht sind, dass sich hier eine linke Phasenfolge ergibt. Und in diesem Fall sind die Zuleitungen so auf die Klemmen aufgebracht worden, dass sich eine rechte Phasenfolge ergibt. Messe ich nun mit dem schmalen Handgriff, der mit L1 beschriftet ist, an der Klemme 1 der RCD und mit dem breiten Handgriff, der mit L2 beschriftet ist, an der Klemme 2 der RCD, so führe ich diese Messung ordnungsgemäß durch, denn genau an dieser Stelle sollte L1 liegen und an dieser Stelle sollte L2 liegen, damit ein rechtes Drehfeld ausgeprägt wird. Da das aber hier laut Vorgabe nicht der Fall ist, zeigt mir nun der Duspol an dieser Stelle durch eine leuchtende LED das linke Drehfeld an und ebenfalls durch dieses Symbol wird das linke Drehfeld angezeigt. Messe ich nun an der anderen RCD, bei der eine rechte Phasenfolge tatsächlich gegeben ist, so bringe ich wieder den Kontakt L1 auf die Klemme 1 auf, wieder den Kontakt L2 auf die Klemme 2 auf und der Duspol zeigt mir wieder über eine LED das Rechtsdrehfeld an bzw. die rechte Phasenfolge und ebenfalls über das auf dem Display vorhandene Symbol. An dieser Stelle sollte Ihnen natürlich auch klar geworden sein, dass es sehr wichtig ist, hier immer die Prüfspitzen in gleicher Art und Weise anzubringen, denn vertausche ich diese beiden Prüfspitzen zueinander, so würde natürlich trotz der hier vorhandenen linken Phasenfolge der Duspol ein Rechtsdrehfeld anzeigen und somit wäre der ganze Messvorgang natürlich falsch. Ich möchte an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, dass es im Grunde gar keine objektive Zuordnung von L1, L2 und L3 zu den einzelnen Leitungen gibt. Man muss ja bedenken, dass die drei Außenleiter Spannung durch einen Magneten erzeugt werden, der im Generator an drei Spulen vorbei rotiert, die 120 Grad zueinander versetzt sind. Dabei ist keine Spule eine besondere, also kann man im Grunde genommen jeden Außenleiter mit L1, L2 oder L3 beschriften. Es geht also bei der Feststellung von L1, L2 und L3 im Grunde immer nur darum, dass man eine Rechtsdrehfolge erwischt, wie in diesem Fall, beziehungsweise eine umgekehrte Drehfolge, bei der eben
zwei dieser Leitungen gegenüber dieser Variante vertauscht sind. Die möglichen Varianten habe ich ja weiter oben im Video erläutert. In der Praxis soll man die Installation möglichst nach einer Rechtsphasenfolge durchführen. Es ist aber natürlich auch so, dass manche Motoren mal rechts und mal links rumdrehen. Und da wird dann natürlich ganz absichtlich, wenn denn ein Linkslauf gewünscht ist, die Vertauschung zweier Außenleiter vorgenommen. Aber in der Grundinstallation soll eben immer eine Rechtsphasenfolge, eine der drei oben angezeigten Varianten, umgesetzt werden. Kommen wir nun zum Teil 3, dem sehr wichtigen Fall, dass möglichst alle CEE-Steckdosen im Sinne einer rechten Phasenfolge angeklemmt sein sollten. Und damit Maschinen, die mal hier und mal dort angeschlossen werden, dabei immer in die gleiche Richtung, also wenn ich so will, nach rechts drehen. In der Praxis wird hier häufig nicht von einer Phasenfolge gesprochen, sondern von einem rechten oder einem linken Drehfeld, obwohl die Steckvorrichtung selber natürlich gar kein Drehfeld ausprägt. Die Begriffsbildung Phasenfolge und Drehfeld wird hier häufig synonym benutzt. Um nun tatsächlich die Messung ordentlich durchführen zu können, muss ich das Klemmschema dieser Steckdose kennen. Dabei erkenne ich in diesem Fall, dass vorgesehen ist, dass der Außenleiter L1 auf diese Klemme geklemmt wird, L2 entsprechend auf diesen Kontakt, L3 hier, der Neutralleiter an dieser Stelle und der Schutzleiter hier unten. CEE-Steckdosen gibt es allerdings in den verschiedensten Varianten, sodass man also tatsächlich sich dieses Klemmschema jedes Mal wieder vergegenwärtigen muss, wenn man verschiedene Typen installiert. Bei der Messung mit dem Duspol muss ich nun wieder darauf achten, dass der schmale Griff mit der Beschriftung L1 Kontakt mit dem entsprechenden Stift L1 an der CEE-Steckdose hat und der breite Griff mit der Beschriftung L2 muss an den Kontakt angeschlossen werden, der mit L2 in dem entsprechenden Schema beschriftet ist. Sollte nun hier eine Phasenfolge vorhanden sein, die einem Rechtsdrehfeld entspricht, so wird der Duspol das wiederum über die leuchtende LED bzw. über dieses Symbol anzeigen. Sollte es allerdings so sein, dass hier eine Linksphasenfolge installiert worden ist durch das Anklemmen der Leitung entsprechend in dieser Dose, so wird mir der Duspol anzeigen, dass es sich um eine linke Phasenfolge handelt, wieder durch diese LED bzw. dieses Symbol. Und ich müsste nun hergehen und die Dose wieder öffnen und zwei beliebige Außenleiter miteinander vertauschen, damit daraus dann eine rechte Phasenfolge wird. Gegen Ende des Videos werde ich zeigen, warum diese zweipolige Messung tatsächlich möglich ist und dabei ein Drehfeld bzw. eine Phasenfolge angezeigt wird, obwohl ja die Phasenfolge letztlich aus drei Außenleitern besteht bzw. das Drehfeld von drei Außenleitern hergestellt wird. Bevor ich auf dieses Thema eingehe, möchte ich aber zunächst auf die Spielregeln des Duspols eingehen, die in der Betriebsanleitung des Duspols genannt werden. Der Duspol ist nur bei 50 oder 60 Hertz Netzen in der Lage, die Drehrichtung richtig anzuzeigen. Außerdem muss es sich hierbei um geerdete Netze handeln. Das heißt, der Sternpunkt am Generator bzw. versorgenden Transformator muss mit dem Erdreich verbunden werden. In einem IT-Netz wäre diese Messung somit also nicht möglich. Beide Griffe müssen dabei vollflächig umfasst werden. Das ist deshalb nötig, weil letztlich hier Messungen gegenüber Erde stattfinden, wie ich am Ende des Videos noch näher erläutern werde. Das bedeutet aber auch, dass isolierende Kleidung oder Schutzkleidung das Ergebnis verfälschen können. Denn dann ist ja zur Erde keine vernünftige Verbindung mehr gegeben, jedenfalls keine vernünftige elektrische Verbindung. Bevor man nun wirklich die Anzeige des Duspols hinsichtlich des Drehfeldes bzw. der Phasenfolge auswertet, sollte man zunächst darauf achten, dass man wirklich 400 Volt misst, um sicherzugehen, dass man sich zwischen zwei Außenleitern befindet. Schließlich soll noch eine Gegenprüfung erfolgen, das heißt, man soll die Prüfspitzen vertauschen, quasi falsch herum messen. Und dabei muss ich dann die angezeigte Drehrichtung umkehren. Auf diese Weise will man sicherstellen, dass es hier wirklich eine ordnungsgemäß durchgeführte Drehrichtungsmessung ist. Das Ganze ist, wie bereits am Anfang auch schon gesagt, nur für Elektrofachkräfte durchführbar und nicht für Laien. Nun zum letzten Teil meines Videos. Ich möchte hier
zeigen, warum die zweipolige Messung es ermöglicht, eine Drehfeldbestimmung durchzuführen. Tatsächlich ist es so, dass hier zwei Messungen erfolgen. Wichtig dabei ist natürlich, wie bereits vorher schon erwähnt, dass die Prüfspitzen in der richtigen Reihenfolge an die entsprechenden Kontakte gebracht werden, sonst ist die ganze Messung hinfällig. Die Messung, die der Duspol hier nun tatsächlich durchführt, ist eine Messung zwischen dieser Prüfspitze, an der dann möglicherweise auch L1 liegt, und der Erde. Daher muss auch dieser Griff vollständig umfasst werden, weil dann über den Körper des Menschen der Kontakt zur Erde hergestellt wird. Die zweite Messung erfolgt von der anderen Prüfspitze gegenüber Erde. In beiden Fällen misst der Duspol ja 230 Volt, aber das ist hier natürlich nicht die ausschlaggebende Größe, sondern es geht am Ende darum, festzustellen, welche dieser beiden Spannungen gegenüber Erde der anderen voreilt. Das möchte ich an dieser Stelle etwas näher erläutern. Wir sehen hier die drei sinusförmigen Wechselspannungen eines Drehstromsystems mit einer Phasenverschiebung von 120 Grad zueinander, was bei einer Frequenz von 50 Hertz einer Phasenverschiebung von 6,6 Millisekunden entspricht, und bei einer Frequenz von 60 Hertz wären dieser Abstand 5,5 Millisekunden. In diesem Bild habe ich nun die Außenleiterspannung L3 gegenüber Erde weggelassen, denn die Messung erfolgt ja sowieso nur zwischen zwei Außenleitern, hier L1 und L2. In diesem Bild ist es nun so dargestellt, dass die Außenleiterspannung L1 gegenüber Erde der Spannung L2 gegenüber Erde voreilt. Da ich nun, wenn ich die Prüfspitzen richtig einbringe, mit L1 an L1 messe, wird der Duspol feststellen, dass die Spannung an dieser Prüfspitze der Spannung an dieser Prüfspitze um 120 Grad vorauseilt, beziehungsweise um die entsprechende Zeit je nach Frequenz. Würden aber nun die beiden Außenleiter L1 und L2 an den Klemmen miteinander vertauscht, so würde ja diese Prüfspitze an dieser Spannung liegen und diese Prüfspitze würde an dieser Spannung liegen, sodass eben dann eine Phasenverschiebung festgestellt würde, bei der am Kontakt L2 die Spannung voreilt und nicht nacheilt. Und genau daraus schließt der Duspol nun, dass es sich dabei um ein linkes Drehfeld handeln würde. Auf diese Weise sehen wir nun also, dass es tatsächlich möglich ist, mit einer zweipoligen Messung ein Drehfeld bzw. die Phasenfolge zu messen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen die Begriffe Drehfeld, Drehrichtungssinn, Phasenfolge und die Messung mit dem Duspol anschaulich erklären. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, so geben Sie mir doch bitte einen Daumen hoch und abonnieren meinen Kanal. Vor allem danke ich aber für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.